Salut, mein Name ist Steff Morrocutti. Wir befinden uns hier im Park in Sannenmoeser und ich werde euch jetzt die Lines vorstellen. Die Beginnerline besteht aus einer Dreier-Kicker-Kombo mit Takeoffs ungefähr 2 bis 4 Meter. Dann geht es weiter in einer Boxenline mit einer Wave Butterbox, mit einer Flat Down Butterbox und einer Rainbow Butterbox. Die Chipline besteht aus einem Down Elbow Rail, Down Industry Rail, Industry Z Rail, das ist im Prinzip ein Double Elbow, ein Industry Flat Rail, ein Rainbow Industry und die Endsection besteht aus einer Up Flat Box, einem kleinen Step Up und einer leichten Up Curved Box. Medium Kickerline bestehend aus 3 Takeoffs mit etwa 4 bis 7 Meter Table. Die Kickerline besteht aus 3 Kickern, die in unterschiedlichen Styles gehalten sind. Als erster ist der Roller Kicker, der ungefähr 8 Meter Table hat. Dann ist ein ganz normaler klassischer Kicker mit ungefähr 10 Meter Table. Zum Schluss ist die Funbox mit 2 Takeoffs, etwa 13 Meter Table und ungefähr 10 Meter Table. Und danach haben wir noch ein kleines Chip-Obstacle, den Wallride-Span, als Wallride aufgestellt. Als besonderes Extra haben wir eine Line mit einem Special-Obstacle. Das ist unser Gap-Jump bzw. Channel-Gap. Hat straight ungefähr 11 Meter Table mit einem schönen Gap. Man kann es auch als Channel-Gap hupfen. Und danach ist dann noch ein 15 Meter Transfer-Kicker, der zum dritten Kicker dazu gebaut ist. Die Lines sind fertig und wir werden aber trotzdem weiterhin schauen, dass wir kreativ bleiben, dass wir Dinge umbauen, dass wir Änderungen einbauen, dass immer noch was Neues zu entdecken gibt. Also kommt und schaut es euch an.